Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin kocht. Mir hängt der Kohlrabi zum Halse raus und das, was Frauchen isst, Gemüse pur, ich krieg's nicht runter. Ich krieg Kotzkrämpfe. Gurke, Tomate, Paprika, da krieg Kotzkrämpfe. Und ich habe mir jetzt bei Vital Body plus auf der Webseite hier was rausgesucht. Das nennt sich Hackfleisch-Gemüsetopf. So, Mann, geht da wieder rauf. So. So. Hackfleisch-Gemüsetopf. Und den wollen wir jetzt machen. Den werde ich, muss auch die Menge, die hier drin steht, die werde ich euch auch gleich ansagen. Das Rezept werde ich euch unten in die Videobeschreibung packen. Das nehme ich alles doppelt, weil das ist jetzt für 4 Portionen. Also hier steht das auch. Sieht man es ja. Und ich mache für 8 Portionen. Warum? Heute Sonntag. Zweimal für mich, zum Mittag und zum Abendbrot einmal. Und zweimal für meine Frau. Einmal zum Mittag und einmal zum Abendbrot. Das sind 4 Portionen. Und da wir nicht wissen, wie morgen die Kleine drauf ist, zeitlich, und wie das alles klappt, machen wir das Doppelte. Und das heißt dann praktisch, wir haben Sonntag und Montag was und können Dienstag dann für Dienstag und Mittwoch machen. Da haben wir dann immer so ein bisschen Luft wegen der Kleinen. Ich habe mir auch noch 6 oder 7 andere Rezepte rausgesucht bei Vital Body Plus. Was lecker klang und was ich essen tue. Und dann haben wir ja die 21 Tage schon rum und dann kann man ja wieder mit Kartoffeln und Nudeln zusätzlich machen, aber nicht so viel halt, dass man wieder auf seine Werte kommt. Also, wie gesagt, jetzt die Menge für 4 Personen: 400 Gramm Hackfleisch, eine Paprika, eine Zucchini, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Dose gehackte Tomaten, eine Packung passierte Tomaten. Und jetzt Prise. Mehrere Sachen, wo eine Prise reinkommt. Salz, Pfeffer, Brühe, Paprika, Cayennepfeffer. Und bei Salz nehme ich wieder dieses hier. Also nicht wundern, hier steht Alaska Seelachs. Es ist kein Alaska Seelachs drin. Es ist Salz. Da habe ich mir von meiner Mutter mehr Salz geholt, weil die noch mehr Salz hatte. Und hat sie mir gleich so viel gegeben, jetzt brauchen wir erstmal kein Meersalz kaufen, weil wir machen immer nur eine Prise und so. Wir dürfen eigentlich nicht so Salz. Mehr Salz ist oder und so ist aber okay. Frische Kräuter nach Belieben. Zum Beispiel Basilikum, Thymian, Petersilie, Rosmarin und Salbei. Ja, ich zeige euch auch gleich, was wir alles hier haben. Meine Frau hat mir schon geholfen beim Zurechtpacken. So. Wir haben einmal logischerweise. Zweimal gehacktes, jeweils sind 400 Gramm drin. Ja, das wird auch immer weniger mit den Grammzahlen hier. Da sieht man es, 400 Gramm. Das Mageres, also Light, das war auch das Einzige, was wir noch bei Lidl gekriegt haben. Und jeweils 400 Gramm. So. Dann einmal einen Sack Zwiebeln, wovon wir ein paar brauchen. Wie sollen die... Hoppala. Paprika, ich nehme eine gelbe und eine rote und 2 Zucchini, so eine mickrigen. Meine Frau hat mir gesagt, die müssen so mickrig sein, weil ich kenne Zucchini nicht so klein. Ich kenne Zucchini eigentlich als so lang und so dick. Ja, also so klein kenne ich die nicht. Dann haben wir Knoblauch, wo wir gleich dann was rausnehmen werden. Wie ihr sagtet, Meersalz. Und das zu den Werkzeugen kommen wir später. Brühe, dann nehmen wir hier die. So. Dann 2 geschälte Tomaten im Saft. Sieht man das? Ja. Sind 2 verschiedene, weil wir hatten einmal noch zu Hause und einmal mussten wir halt nachträglich kaufen. Genau wie bei passierte Tomaten. Sind auch 2 verschiedene, die haben wir gestern gekauft und die hatten wir halt noch.
So, dann haben wir hier Cayennepfeffer. Normaler Pfeffer schwarz. Basilikum gehackt. Rosmarin. Paprika edelsüß nehmen wir. Also ist nicht mehr viel drin, aber ich habe noch zwei Packungen im Schrank. Thymian. Meine Frau ist auch total begeistert, dass ich das mache. Sie hat immer Angst, dass ich dann halt mehr nehme. Hier ist nochmal Salz im Salzstreuer, aber das nehmen wir ja nicht. Wir nehmen ja das so, wie es ist. So, als Geräte, was wir brauchen, logischerweise brauche ich, weil ich mehr mache, einen Topf. Den habe ich mir bei Netto geholt übrigens, ja. Einen großen Topf. Wusste noch nicht, ob ich das Gehackte damit anbraten werde oder ob ich es in der Pfanne anbrate. Der Deckel war nicht mit bei, der gehört zum Topf. Die habe ich übrigens auch bei Netto gekauft. Aber ich denke mal, wir werden das. Seht ihr, passt. Wir werden das im Topf machen. So. Ich habe Messbecher mit dazu gepackt, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Ich habe es mir das Rezept noch nicht durchgelesen, also nicht komplett durchgelesen. Nur was man braucht. Dann eine Schüssel für das Schnitzelzeug und was für die Zwiebeln zum Schneiden. So, da fällt mir aber ein, die Zwiebeln müssen ja irgendwo hin. Also brauchen wir für die Zwiebeln auch noch. Für den Müll und für die Zwiebeln brauchen wir halt noch was. So. Dann haben wir jetzt aber alles komplett. Würde ich sagen. Aber wir sind ja noch nicht komplett. Ich will mir erstmal noch einen Ersatzakku holen. Moment. So. Ersatzakku ist geholt. Den legen wir uns mal hier hin. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Zum Kochen gehört ja auch eine Kochschürze. Geil, oder? So, dann kann man das Mikro auch hier super ranmachen und man hört mich. So, dann werde ich euch mal rüber richten und zack, auf die Arbeitsplatte. So, achso, ich hatte vergessen, noch eine Knoblauchpresse zu erwähnen und logischerweise ein Messer. Hoppala, habe ich auch bei Netto gekauft. Nee, das ist von Lidl, glaube ich. Wir kaufen halt bei Netto und bei Lidl, weil bei Netto ist das Gemüse und das Obst nicht mehr so schön, wie es früher mal war. So, jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was in dem Rezept steht. Zubereitung. Gemüse waschen, habe ich gemacht, und würfeln. Gut, dann würfeln wir mal das Gemüse. Ach so, falsch. Ich muss mir noch meine Musicast-App aufmachen. Ich habe mir schon Musik angemacht. Küche. Okay. Könnte sein, dass es laut wird. Also es geht ein Sprung in der Platte. Er singt so. So, machen wir mal weniger. So. Weil die darf ruhig im Hintergrund laufen. Da habe ich die Rechte, dass ich das spielen darf. So, würfeln. Also, wenn ich jetzt die Paprika, Quatsch, die Zucchini schälen müsste, würde der drinne stehen, denke ich mal. Also machen wir das nicht. So. So, ich mach mal lieber so, dass ihr was sehen könnt. Mach erstmal die Paprika.
Ja, da habe ich ein bisschen zu gut geschnitten. Da ist noch alles dran. Drinnen. Oh, das ist okay. Ist auch okay. Muss aufpassen, ich kann mit dem Messer nicht mit der scharfen Schneide hauen. Das ist, da bin ich dann gleich drinne. Und ich muss auf meine Hand aufpassen. Aber die sind gut, die Paprika, diesmal. Da geht alles einfach so raus. Ohne dass ich es nochmal von innen abwaschen muss. Hier ist kein Korn dran. So. Wir gucken, ob wir das bei dem auch so gut hinkriegen. Gott sei Dank könnt ihr das jetzt nicht sehen, was ich hier bitte gerade schneide. Kein gutes Vorbild. Ah, Barbarossa müsste das sein, glaube ich. Also das Lied. Ja. Ich muss Petri, also den Bassisten, sowieso noch mal kontaktieren, weil gestern im Livestream. Vorige Woche im Livestream, ich hab's vergessen. Ich wollte ja nochmal. Da haben wir uns ja Nemesis angeguckt, die Webseite, also den YouTube-Kanal. Und da ist mir aufgefallen, ein neues Lied ist mit bei. Das habe ich nicht. Und da muss ich mal fragen, ob da schon eine neue CD in Planung ist. Wenn nicht, möchte ich das MP3-Lied natürlich haben, dass wir uns das dann mal angucken können und anhören können. Nach Jahren. Eine Frage der Zeit, hat er wieder zurück. Ich traue mich auch nicht, die Paprika und so zu viel abzuwaschen. Also jetzt von innen halt. Da könnten ja so viele gute Sachen verloren gehen. So. Nehmen wir die Schüssel. So, würfeln sollen wir die. Kriegen wir hin, oder?
Aber ich weiß nicht, wie groß die Würfel sein sollen. Ich mache jetzt einfach mal hier so Standardgröße. Die CD von Nemesis, die gibt es übrigens bei Amazon. Die werde ich euch nochmal verlinken. Ich habe es beim letzten Kochvideo, glaube ich, vergessen. Bei der Zeit. Meine Arbeitsplatte ist zu tief. Also mir tut das Arbeiten hier in der Küche echt weh. Also die müsste wenigstens, so müsste sie sein. Also so ein Stück höher, dass ich dann hier so machen kann. Aber das ist, weil dann könnte ich hier so schnippeln, das ist dann halt angenehmer. Doch noch eben Korn bei. So, die kommen, die Körner, die sind vom Brett gerutscht. Deswegen habe ich hier Körner jetzt. Also bei mir ist es halt nicht wie bei Bio oder so. Ich habe doch mal was vorbereitet. Wenn ich mit euch koche, koche ich wirklich von Anfang an. Wie gesagt, das Einzige, was ich gemacht habe, ist wirklich das Gemüse waschen. Und alle Tiniere räumen natürlich hier. Drei geschafft.
Dann kommen noch die Zucchini. So. Dann kommen die Zucchini. Ich glaube, das obere wird weggeschnitten. Das hintere wird auch weggeschnitten. Ich habe mir aus den, wenn ich von meiner Mutter Zucchini gekriegt habe, oder von den Nachbarn meiner Mutter und so, damals auch in der Kindheit, wenn meine Mutter Zucchini gekriegt hat, waren halt immer welche, die waren so im Durchmesser. Also so Dinger waren nicht so. Und dann halt auch so lang. Und da haben wir die dann halt geschnitten und paniert wie ein Schnitzel und in der Pfanne braten. Schmeckt sau lecker. Aber ich darf nicht Eigelb und ich darf auch nicht paniert. Das reicht erstmal. Wir sollen die ja würfeln. Hoppala. Na, fast die Hand. Candy, du machst. Candy, I can die fast. Einer wird schon sehen. Einer soll sehen. Ja. Mit der Dicke habe ich es immer nicht so richtig. Meine Frau schreibt gerade. Moment. Nein, ich bin noch beim Schnippeln. So. Ich denke mal, von der Größe reicht das, weil die werden ja sowieso noch beim Kochen ein Stück kleiner. Ich konnte mal früher viel besser schnippeln mit Krallengriff und alles. Aber teilweise auch wegen der Arbeitshöhe. Denn damals war die Arbeitshöhe viel höher im Restaurant, wo ich gearbeitet hatte. Also meine Lehre gemacht habe. Vision in die Dur. Wird Nacht. Boah.
Aber es ist gut, dass meine Frau jetzt wach ist, beziehungsweise die Kleine jetzt wach ist. Man kann ihn fragen, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme. Jetzt ist mir mein Turm hier kaputt gegangen, jetzt muss ich die einzeln machen. So, jetzt haben wir die. Ach Scheiße, die Dreckzwiebeln kommen ja auch noch, ey. Wie viele Zwiebeln soll ich machen? Man kann es aber gerne runterkommen mit der Kleinen. Die Wohnzimmertür ist offen, Küchentür ist logischerweise zu. Also Wohnzimmer hätte ich ja nicht sagen müssen, naja. Aber ich glaube, da kommen sie gerade. So, wie viel Zwiebeln? Ja? Eine Zwiebel, also brauchen wir zwei Zwiebeln. Moment. So, da bin ich auch schon. So, jetzt müssen wir gucken, was müssen wir als nächstes machen. So, Hackfleisch in gewürfelten Zwiebeln und gehacktem oder gestrichen Paprika, gepressten Paprika anbraten. Okay, da können wir jetzt schon mal den Topf anmachen hier. Das müssen wir dann aber wegräumen. Das kann da nicht stehen bleiben. Und dann nehmen wir uns jetzt hier eine Zwiebeln. Zwei Stück. Den brauchen wir dann gleich. Voll geiles Teil, sage ich euch. So. Ah, Scheiße. Ach, das ist ein bisschen schärfer als mein normales Messer. Mist. Ja. Arbeitsunfall. Scheiße. Hab ich denn da? Und mein anderes Messer kann ich so halten dabei. Das ist auch nicht mehr so scharf. Einen.
Verstehen. Wohin gehen. Erzählen weiter den. Man braucht es nicht zu klein machen eigentlich. Der häckselt das ganz gut, aber ich habe damit gute Erfahrung gemacht, wenn ich das so ein bisschen kleiner da reinmache. Erstmal jetzt schneller und passt mehr rein. Mache ich nämlich jetzt alle beiden Zwiebeln mit eh mal. Oh, toll. Oh, ist doch ein bisschen mehr. Daumen hoch voll. War ja klar, dass das irgendwann mal passieren muss. Wohin gehen? Ja, und schon sind zwei Zwiebeln klein. Hoppala. Doch, sieht sehr gut aus. Sieht fantastisch aus. So, dann brauche ich das aber auch nicht großartig wegmachen. Oh, fuck. So, wir machen ohne Öl. Bisschen beschichteter Topf. So, ich muss meinen Topf anzunehmen. Weil das ist der Nachteil von diesem Topf, wenn ich den jetzt hier irgendwie anfassen will, der ist zu heiß. Die Griffe. Das geht nicht immer so. Da muss ich immer Handschuhe nehmen. So. Müll, ja. Den brauchen wir noch. So. Ich brate das nämlich erstmal ein bisschen vor, bevor ich hier die Zwiebeln dazu mache. So, in der Zeit, wo das hier am Machen ist,
Machen wir nämlich hier noch schnell nebenbei das Teil hier raus. So. So ein Abwasch. So. Zwiebeln hier. Oh Gott. Die sind aber sehr saftig. Puh, meine Augen. So, jetzt brauchen wir, wo sind wir? Hier, Knoblauchzehen. Das ist das erste Mal, dass ich mit Knoblauchzehen arbeite. Also zu Hause. Seit die ganzen Jahre nicht gemacht. Knoblauch war immer nicht so meins. Da bin ich jetzt erst durch meine Frau drauf gekommen. Muss man die jetzt noch schälen oder so? Nee. Die presst man gleich so, glaube ich. Ich hoffe, das hört jetzt hier auf mit dem Bluten. Na, da ist aber viel Wasser drin. Also da ist sehr viel Wasser im Fleisch. Da ist noch was mit roh ist. So. Hier das auch. Nee, die muss man vorher noch schälen. War doch so, da ist doch noch so eine komische Haut drum, da ich doch. Das ist ewig her, Mensch, im Restaurant haben wir damals immer mit Knoblauchzehen gearbeitet. Seitdem hatte ich nie wieder was mit Knoblauchzehen am Hut. So, jetzt haben wir sie aber einzeln. So. Hier müssen wir jetzt auch noch. Und die ist ja schon fast. Da sind sie nicht dran. So, das war's schon.
die andere noch mit rein. Den Rest. Dann kriegen wir, haben wir nämlich noch wieder ein bisschen mehr. Was wir drücken können. So. Da haben wir das, dann die Zwiebeln. Ah, die Musik ist aus. Oh, puh, der Knoblauch ist aber, puh. Puh, der ist präsent. Der ist sehr, sehr präsent. Sieht aus, wie muss ich den Akku bald wechseln. Nee, blinken tut's noch nicht, aber auf jeden Strich ist er schon, oder? Blinkt er schon? Nee. Jetzt muss das schön durchmengt sein. So. Hauptsache ist okay. Noch ein bisschen. So. Was kommt jetzt dran? Knoblauch anbraten. Gemüse zugeben und kurz mitbraten. Anschließend mit Brühe ablöschen. Mit Brühe ablöschen, das heißt doch, ich muss auch Wasser dazu machen. Aber Wasser steht nicht drin. Moment, ich frage mal meine Frau. So, meine Frau hat gesagt, ich soll einfach ein Glas nehmen. Und da ein bisschen Brühe rein. Ich darf ja zwei Prisen. Eins. Zwei. Und weil ich ein bisschen was am Finger habe, nur eine halbe. So, jetzt Wasser. Weil da steht jetzt auch nicht, ich soll einen Liter nehmen oder irgendwas, da steht nur ablöschen. Und weil die passierten Tomaten kommen ja ohne, die haben ja ohne Haufen Flüssigkeit. Ich habe auch keinen Bock, dass es denn zu flüssig wird. Tigerchen. Gemüse zugeben.
Und mit Brühe ablöschen. Passierte Tomaten einrühren und circa 10 Minuten. Ja, Gemüse. Hier steht aber auch nur passierte Tomaten dazugeben. Und von den gehackten Tomaten steht gar nichts. Ich denke mal, die soll ich dann mitbraten. Also passierte Tomaten danach dann. Passierte Tomaten als letztes. Muss ich aufpassen, wenn es zu dunkel ist, will meine Frau nicht. Nö, das ist gut. Oh, das ist sehr gut. Dann komm rein hier. So. Drinnen. Also kann zum Müll. Also mit Dreck. Ach, jetzt kriegst du Hunger. Toll, Kater. So, das sollen wir jetzt kurz mitkochen lassen, also anbraten lassen. Ich bin so vergesslich. Welche Tomaten kommen als nächstes? Die passierte Tomaten einrühren und ca. 10 Minuten kochen lassen. Den Eintopf dann ca. 10 Minuten kochen lassen und dann servieren. 20 Minuten. Na, wird knapp. Wird knapp. Ich habe nämlich ein bisschen zu spät angefangen. Gab schon Stress mit Frauchen. Weil wir um 12 Uhr immer essen. Und Juna muss ja auch noch essen. So. Passierte. Das sind die Passierten. Das sind auch Passierte. Nochmal. So. Ich weiß auch, warum die jetzt hier so kurz mitbraten sollen, weil die werden dadurch ein bisschen weicher und nehmen dann halt die Soße ein bisschen mehr auf. Oder besser gesagt, den Geschmack, den Endgeschmack nehmen sie dann ein bisschen mehr auf, also die ganze Gemüse. Mal Kontrolle machen. Kurz mitbraten, anschließend Brühe ablöschen, passierte Tomaten einrühren. Aber hier steht auch nichts. Hier steht nur passierte Tomaten einrühren, aber nichts, was jetzt mit dem anderen Zeug ist. Also mit den geschnittenen Tomaten, weil die haben ja auch eine Soße.
Meine Frau hat mich auch extra nochmal ermahnt, dass ich die passierten Tomaten hier nur auskratzen soll und nicht mit Wasser ausspülen soll. So. Dann machen wir jetzt das dazu. Obwohl, das können wir ja dann mit Brühe ausspülen. So. Die dazu. Oh, jetzt habe ich gekleckert. Ein bisschen Brühe. Das war das. Sitzt jetzt wieder raus. Bitteschön. So. Hier auch. So. Jetzt erstmal noch, bevor wir die Brühe machen, mit Untermengen. Ich glaube, da muss definitiv mehr Wasser rein. Da ist ja gar nichts. Soll ja eine Soße werden, ein Eintopf werden. So, ablöschen sollen wir mit Brühe. So, jetzt haben wir die Brühe drin. Doch, das müsste jetzt, doch, das reicht. Das reicht von der Flüssigkeit. Jetzt kommen noch die passierten Tomaten dazu. Das reicht. Da hätten sie aber die Anleitung noch mal ein bisschen genauer machen können, hätten sie mal hinschreiben können, mit ein Glas mit der Prise Brühe und das denn da rein. Weil ich als ungelernt und Küchenblödmann also ich bin ja kein Koch oder ich koche ja auch nicht regelmäßig, nur Wochenende für meine Tochter. Und früher für mich gar nicht, also da habe ich Pizza im Ofen fertig. Und da war ich aber noch dünner als jetzt. Erst durch das geregelte Essen, seitdem meine Tochter da ist und durch die Schwangerschaft meiner Frau, da ist dann halt, habe ich zugelegt. Wir warten noch kurz. Ja, wir haben auch noch 10 Minuten. Ja, 4 Minuten können wir noch warten. Das war das hier zum Köcheln bringen, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier zu viel reinschütte und das nicht schon vorher schon wieder ein bisschen köchelt, dauert es ewig, bis es dann köchelt. Jetzt fängt es hier gerade so ein bisschen an. Und dann kann ich die passierten Tomaten langsam dazu machen. Und dann wird es nicht so krass mit der Wartezeit. So. Aber da steht ja, ich soll 10 Minuten köcheln lassen mit den passierten Tomaten und dann nochmal 10 Minuten, oder? Passierte Tomaten einrühren und etwa und alles 10 Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, Kräutern abschmecken, den Eintopf 10 Minuten kochen lassen. Ja. Dann müssen wir das jetzt hier reinmachen. Ich darf nur auskratzen. Aber das gibt gut Flüssigkeit. Ich habe doch gleich Mittagessen für die Kleine. Ich bin mal gespannt, was sie heute für einen Brei kriegt. Ich glaube, die hat gestern ihren Brei. Nee, hat sie gestern nicht. Gestern hat sie den Brei nicht aufgegessen. Gestern gab es einen halben Brei. Und dann gibt es heute nochmal den. Also man kann den ja einen Tag zwei Tage hintereinander geben. Also an dem Tag und halt am nächsten Tag auch noch. Und die hat so reingehauen, ey. Also das von Jade, das ist dickflüssiger. Das ist viel dickflüssiger.
Das andere von Lidl, was wir gestern gekauft haben, da ist viel mehr Flüssigkeit drin. Na, vielleicht doch ein bisschen ausspülen. Ist doch so ein bisschen Wasser könnte ruhig noch dazukommen, würde ich sagen. Weil durchs Kochen lassen geht ja auch noch viel verloren. So, das rühren wir jetzt hier ein. Jetzt muss ich 10 Minuten kochen lassen. Dann sollen wir es abschmecken mit den Zutaten, die wir da haben. Und dann nochmal 10 Minuten kochen lassen. So, ich mache mir jetzt aber echt doch mal noch so ein bisschen Wasser. Dann machen wir jetzt einfach mal Trick 17. Ich mache das Wasser erst hier rein. Dann hier rein. Dadurch kriege ich den Rand gut weg. Also ist nicht viel Wasser, was ich jetzt genommen habe. Gieße das jetzt wieder hier rein. Dadurch nehme ich den Seitenrand hier alles schön mit. So, jetzt müssen wir hier machen. So, dann gießen wir wieder hier rein. Und den nächsten Seitenrand. So. Und dann kannst du hier rein. Und nochmal einen Schluck. Damit wir das schöne, die schön passierten Tomaten hier nicht. Kein bisschen davon verschwenden. So. Hier alles raus. Hier ist alles raus. So. Das ist dann auch Müll. So wie das. So. Oh, so ist es schön. Das sieht fantastisch aus. Das sieht richtig gut aus. Das soll jetzt vor sich hin kochen. Das werden wir auch mal machen lassen. Ich gehe in der Zeit zu meiner Frau Bescheid sagen. Na, es schmeckt jetzt eigentlich nach nichts. Es schmeckt nach. Tomatenwasser. Aber das muss ja erstmal jetzt köcheln. So. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Auch mein Akku meldet sich auch. Ne, passt ja ganz super. Dann kann ich gleich jetzt den Akku wechseln und den Akku erstmal an der Ladestation hängen. Na, komm. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Wie gesagt, wir haben hier noch ein bisschen was vor uns. So, da bin ich auch schon wieder. Hatte jetzt gerade ein bisschen Probleme mit meiner Kamera. Die hat gesagt, die SD-Karte ist voll. Da passt nichts mehr rauf. Gerade am PC, die einlesen die Karte, da ist noch Platz. Also ich weiß nicht. Spinnt rum. Wird Zeit für eine neue. Aber die sind so teuer. So, und jetzt haben wir das hier köcheln lassen. Ja, ich zeige euch das gleich auch. Jetzt sollen wir da mit Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken. Dann 10 Minuten kochen lassen. Wir wünschen Ihnen guten Appetit. So, ich zeige euch das mal, damit ihr das mal seht, wie es jetzt aussieht. Hab schon einen Mecker von Frau gekriegt, weil ich Wasser zum Ausspülen der Dose genommen habe. Das ist nicht schlimm, wenn da was drin ist. Und das ist ein Topf und kein wie hat sie gesagt? Nee, das ist eine Pfanne und kein Eintopf. Hackfleisch, Gemüse, Pfanne. Und nicht Hackfleisch, Gemüse, Eintopf. Muss ich nochmal lesen. Das war doch aber eine. Ich möchte sagen, das war ein Gemüse-Eintopf. Topf! Ja, Hackfleisch, Gemüse, Topf. Nicht Pfanne. Pfanne war das andere, was ich rausgesucht hatte. So.
Wird auch schon weniger. So, jetzt müssen wir, weil alle mal zwei nehmen. So, eine Prise. Die zweite Prise. Weil Salz, aber Salz hält Wasser im Körper. Und davon sollen wir halt wenig nehmen. Auch mehr Salz ist besser, aber trotzdem wäre gut, wenn man damit spart. Und das normale Salz auf keinen Fall nehmen. Wenn, dann wirklich Meersalz und Steinsalz oder so, hatten sie gesagt. Aber Steinsalz habe ich bei uns hier nicht gekriegt. Meine Mutter hat auch so 21 Tage Stoffwechselkur gemacht. Die 21 Tage Stoffwechselkur, und die hat auch mit Meersalz gemacht. Die haben mir gesagt, der Ernährungsberater, das ist okay. So, dann... bisschen Pfeffer. Einmal, zweimal Paprika edelsüß. Rosmarin. Haben wir jetzt auch. Basilikum. Da kommt kaum was raus, kommt gar nichts raus. So. Jetzt wird's. Der riecht jetzt schon richtig lecker. So, was haben wir hier noch? Thymian. Eine Prise. Noch eine Prise. Wollen Sie ja nicht übertreiben. Erstmal müssen wir dann abschmecken und gucken, ob es schmeckt. Cayenne-Pfeffer. Ah, das ist der scharf. Oha. Der ist noch gar nicht offen. Achso, hier kann man drehen. Okay. Eins. Zwei. So, haben wir. Und das rühren wir jetzt einmal kräftig um. Und wenn wir so einen Geschmack gefunden haben, der schmeckt, dann sollen wir es nochmal 10 Minuten köcheln lassen. So, jetzt wird es erstmal Zeit zu kosten. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wartet mal, ich muss meine Frau kosten lassen. So, wie gesagt, mit Salz, Pfeffer, Kräutern abschmecken. Meine Frau hat gerade schon gegessen. Die traut sich jetzt gerade nicht nochmal zu essen. So. Oh, das sieht fantastisch aus. Das sieht richtig fantastisch aus. Ah, heiß. Ah, da muss noch was rein. Kein Pfeffer nicht. Ich mache noch ein bisschen Thymian rein. Thymian. Oh, und ein bisschen Basilikum auch noch. Basilikum auch nochmal. So. Den Pfeffer. Da können wir auch nochmal eine Prise von nehmen. Pfeffer ist ja okay. Bloß Salz dürfen wir halt nicht nehmen. Zu viel. Rosmarin.
Sparsam sein mit den Kräutern. Dafür sind sie ja da. Und Paprika edelsüß auch nochmal. Salz mache ich keins mehr rein. Weil, wie gesagt, hab ich euch ja eben gesagt, Salz bindet Wasser im Körper. Und das dürfen wir nicht. Selbst wenn wir jetzt Salz haben wie Meersalz und Steinsalz, was besser verträglich ist und nicht so stark das Wasser. Es bindet trotzdem das Wasser im Körper, aber halt nicht so stark wie normales Salz. Sind wir damit vorsichtig und nehmen es halt wirklich nur minimal, um etwas ein wenig zu verfeinern. Dort ist geil. Noch eine Prise Pfeffer und dann bin ich zufrieden. Oh, da habe ich jetzt etwas mit dem Pfeffer übertrieben. Durchzug machen jetzt hier. Ja doch, das ist geil. Also nicht so geil, wie wenn meine Frau das gemacht hätte. Ich weiß nicht, Leute, wie die das macht. Die macht das gleiche wie ich, aber das schmeckt immer um Längen besser. Na, die Flüssigkeit ist auch schon fast weg. Aber wie gesagt, es ist ja ein Topf. Also wir brauchen ja Flüssigkeit. Die gehört da dazu. So. Heiß. Das wird mir angespritzt. Toll. Ah, das kommt schon gut rüber. Aber irgendwann würde ich noch hinmachen. Basilikum auf keinen Fall. Ich nehme nochmal eine Prise vom Pfeffer. Weil wir sollen ja im Prinzip so ein bisschen schärfer essen. Also Thymian, Cayennepfeffer und scharfe Paprika und sowas sollen wir ja reinmachen eigentlich. Also in unser Essen und die komische Knollenwurzel da, was wir da geholt haben. Weil das dafür da ist, das hilft auch nochmal zusätzlich beim Abnehmen. So. Ah, schon 20 Minuten über, finde ich. Eigentlich müssen wir schon seit 20 Minuten essen. Schlechte Zeitplanung von mir. Kennt er ja nicht anders. Doch, so ist geil. Und so lassen wir das jetzt köcheln. Oh Gott. Also lassen wir jetzt erstmal so köcheln. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Ich rühre ab und zu um und dann gucken wir uns an und gucken mal, wie es dann wirklich schmeckt. So, jetzt haben wir 12:35 Uhr. Ich habe auch von der Temperatur, habe ich vergessen vorhin zu erzählen, ein bisschen runtergedreht, damit es halt nicht unten die ganze Zeit anbackt. Ja, sieht gut aus. Sieht sogar sehr, sehr gut aus.
Ich werde gleich die Kamera rumschwenken, dass ihr das sehen könnt. So, kann man kosten. Sieht sehr, schmeckt geil. So. Brauche ich meine Schüssel. Die spüle ich mir nochmal schnell aus. So. Und 500 Gramm darf ich, also 150 Gramm Gemüse, 150 Gramm Fleisch, dass ich immer auf eine Mahlzeit bei 500 Gramm bin. Also 350 plus 50 sind 400 plus 100. Ihr wisst, wie ich es meine. So, Waage an. So. Dann können wir das auch runterstellen, also die Flamme ausmachen komplett. Dann machen wir erstmal zwei Kellen rein. So, das sind 440. Ja. Da habe ich ja zu viel, bin ich bei 549. 300, 400, 500 darf ich noch. So, nochmal ein Stück wegnehmen. 506, das ist in Ordnung. So. Jetzt richte ich euch mal rum. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ist die Kamera hier irgendwie. Sieht sehr lecker aus. Und das ist jetzt fertig. Sieht man es? So. Und hoppala. Jetzt geht's ans Essen. Die Waage erstmal noch aus. Die Waage ist aus. So, Deckel drauf. Topf mal runternehmen von der Flamme. So. So, dann ist das jetzt fertig. Dann können wir jetzt essen. Löffel. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Vielleicht mag ich sowas auch noch ein paar Mal. Ich weiß es noch nicht, aber da muss ich vorher anfangen. Das ist nämlich jetzt viel zu spät. Ich bin 40 Minuten drüber und ich habe jetzt auch vergessen, meine Globuli zu nehmen. Die muss ich jetzt noch nehmen. Heinz hat mir auch gerade eine Nachricht geschrieben. Heinz kennt er ja von meinen Hangouts. Der versucht jetzt was mit Heilfasten. Mit Teilfasten oder irgend so was. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Da gibt es auch eine App für. Das werde ich nach der Stoffwechselkur. Wir haben ja nur noch ein paar Tage, wo wir so essen müssen und dann kommen Kartoffeln und Nudeln wieder so ein bisschen dazu, dass man auf seinen Kohlenhydratwert kommt, was man eigentlich so braucht. Und dann halt die Ergänzungsmittel weglassen. Also natürlich ein Schwefel, Fischöl und das alles. Und wenn es dann fertig ist, das geht dann auch darüber nochmal 21 Tage. Wenn es dann fertig ist, dann werde ich das mit dem Teilfasten, hat er gesagt, noch Tau, Teilfasten testen, dass ich dann halt frühst nichts esse und kein Kaffee und so. Auf Kaffee wird schwer zu verzichten und dann erst ab 13 Uhr bis 21 Uhr, da kann ich dann alles essen, was ich will, aber darf dann ab 21 Uhr bis nächsten Tag nichts mehr essen. Das werde ich auf jeden Fall auch dann nochmal zusätzlich versuchen. Da hat er gesagt, da hat er was gesehen und da hat der eine auch in einem Jahr 20 Kilo abgenommen. Weil ich ja sowieso nicht der Frühstückesser bin, ist das für mich vielleicht ganz interessant. Dann brauche ich kein Frühstück essen. Esse ich nur Mittag Abendbrot. Nach dem Abendbrot, 18 Uhr, kann ich dann nochmal was im Stream ein bisschen Reiswaffeln oder sowas futtern oder vielleicht auch mal ein Stück Schokolade oder zwei und dann hör den ab 21 Uhr auf mit Essen
Oh, und dann nächsten Tag ab 13 Uhr wieder. Wäre vielleicht auch interessant. Muss ich meiner Frau nachher auch mal berichten. So, wie gesagt, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Das Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da werde ich es euch verlinken. Ich bin dann jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.